Hier haben wir das iPhone 6S, das neue, und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie wir das Display öffnen. Ich habe das natürlich schon zuvor gemacht, sodass ich euch das jetzt ein bisschen besser zeigen kann. Das iPhone 6S hat einen Kleber rund um das Display. Den habe ich zuvor schon halbwegs entfernt. Ich würde das Display immer vor dem Öffnen warm machen. Wir fangen an mit den beiden Torx-Schrauben hier unten, die wie bei allen iPhones bisher identisch sind. Die schrauben wir jetzt einmal raus. Ich öffne die iPhones immer mit diesem Tool hier, welches nicht scharfkantig ist, sehr flach vorne. Und dort kann ich hier zwischen Gehäuse und dem Display vorsichtig dazwischen gehen. Dann hebel ich das leicht zur Seite auf. Auf der anderen Seite dasselbe. Wie gesagt, nochmal, das Display wurde vorher schon geöffnet. Das heißt, ihr müsst gucken, dass dieser Kleber, der an der Seite ist, warm ist, damit das auch so einfach abgeht wie jetzt hier in dem Video. So. Das Display nicht über die 90 Grad biegen, ansonsten können die Anschlüsse hier knicken und das Display, wenn es jetzt noch intakt ist wie bei mir, kaputt machen. Wir haben hier 1, 2, 3 und 4 Schrauben. Diese Schraube ist wie bei den letzten auch die längste. Die drei sind identisch. So, wir haben hier nur noch drei Anschlüsse. Beim iPhone 6 waren es vier. Hier vorne der erste. Mal vorsichtig drunter gehen. Immer von der Seite am besten. Ganz leicht anheben. Dann gehen diese ab. Wie man sieht, auf jeden Fall besser isoliert, finde ich, als beim 6er. Somit denke ich mal, bei einem Wasserschaden, auch durch die Verklebung ringsherum, ist der Schaden, wird er wesentlich geringer sein. Und ich denke mal, wenn das iPhone mal ins Wasser fällt, ist die Chance höher, dass wir das wieder repariert bekommen. Das lege ich mal weg, den Korpus. Jetzt haben wir hier das Display. Wie man sieht, hat hier schon die Elektronik von diesem speziellen Touch-Panel. Theoretisch fast identisch aufgebaut. Wir haben hier die Seitenschrauben, drei Stück auf jeder Seite. Hier unten die Abdeckung für den Home-Button, jeweils drei Schrauben. Und hier oben für die komplette obere Abdeckung 1, 2, 3 und eine kleine Seitenschraube. Ich fange an mit den drei Seitenschrauben, welche alle die gleiche Größe haben. Na. Letzte will wohl nicht. So, dann löse ich die drei Schrauben hier unten. Dann kann ich nun auch schon vorsichtig die Abdeckung abziehen. Hier haben wir den Anschluss vom Home-Button. Den kann man vorsichtig nach oben klicken. Der ist wie immer auf ein Flexkabel geklickt, welches hier durch das Display geht nach oben zu dem Anschluss. Der Home-Button ist an sich geklebt, einmal hier drumherum. Hier drunter ist auch eine Klebefläche, genauso wie unter dem Anschluss.
Da ich das vorher schon gemacht habe, kann ich dieses nun wesentlich einfacher entfernen. Das sollte auf jeden Fall auch vorher warm gemacht werden, genau wie der Home-Button auch. Das ist der Home-Button, wie auch beim iPhone 6 sehr ähnlich. Den Anschluss, den ebenfalls auf jeden Fall warm machen vorm Ablösen. So, und jetzt gehen wir direkt an die obere Partie. Geht jetzt das Ganze ab. Hier oben haben wir die Abdeckung. Wie auch beim 6er auch. Ich nehme das mal in die Hand. Müsst ihr schauen. Hier gibt es ein Klebeband drum, das ihr vorsichtig mit abziehen könnt. Es ist einfach nur geklebt. Hat keine Funktion. Die Schraube ist ja noch hängen geblieben. Aber das hier könnt ihr als solches einfach auch beiseite legen erstmal. So, jetzt haben wir hier die Frontkamera. Das legen wir einmal nach links um. Kann man dann noch mit dem Daumen halten. Die Ohrmuschel. Die Halterung für die Selfie-Cam. Hier drunter befindet sich Annäherungssensor und Lichtsensor. Das habe ich natürlich ebenfalls vorher abgemacht. Auch hier würde ich immer noch Hitze drauf geben, entweder von der Seite vorsichtig nicht mehr als 80, 90 Grad oder auch von der Display-Seite, sodass ihr das wesentlich einfacher dann lösen könnt. Dann gehe ich hier einmal drunter, vorsichtig. Dann klappt das auf, dann kann man das Ganze hier einmal umlegen. Dann haben wir hier drunter das Mikrofon für Siri. Hier kann man vorsichtig auch vorher natürlich warm machen. Das wurde alles schon vorher getan. Und somit hat man das ganze Flexkabel in der Hand. Hier können wir jetzt nur noch einmal die Platte abnehmen. Dabei darauf achten, hier sind einfach zwei Klebestreifen. Die nehme ich einfach kurz ab. Beziehungsweise lege sie um. Und dann können wir auch schon die Mittelplatte rausnehmen. Und ja, das ist das gesamte Display nun. Das heißt, hier haben wir nochmal eine Platte mit dem eingespannten Flexkabel, was oben direkt zur Display-Einheit dazugehört. Das war das Auseinanderbauen eines Displays.